So, hey Leute, willkommen zum heutigen Treffen. Es sind einige Leute gekommen, obwohl es um Mitternacht angekündigt wurde. Ah. Okay, noch haben wir alle da. Schreibt mir mal in die Kommentare, wie viele Leute von 16 Leuten auch wirklich ankommen, da wo sie ankommen sollen. Es hört schon hier bestimmt auf. Es wird was. Ja, ich fahre natürlich vor wie ein Assi. Ich hoffe, ihr seht überhaupt hinten was von der Gruppe. Es sind einfach so viele Leute gekommen, obwohl es so kurzfristig war, hätte ich echt nicht gedacht. Ich habe so gesagt, na, mit 10 Leuten können wir eventuell rechnen. Und das war ja auch voll bewusst so gewählt, dass nur ganz wenige kommen können. Und ja, dass wir halt wirklich eine schöne Runde gemeinsam fahren können, so wie wir auch gefahren wären. Und Gott sei Dank ist keiner auf Reserve. Normalerweise haben wir immer das Problem. Ich bin es auch des Öfteren, also ich werde mich nicht beschweren. Schon wieder die Cops da vorne. Ey, die jagen uns alle. Ja. Alter. Machst gerade einen Motovlog, oder? Ja, ich mach gerade einen Motovlog, ja. Die hinten nimmt auch auf. Manu mit FMX, also ich nenne ihn jetzt mal mit FMX, das ist Manu, er heißt nicht, oh mein Gott, es wird awkward. Auf jeden Fall, Manu meinte gerade zu Nils, hey, du musst hinten bleiben bei uns bitte, weil wir haben so abgesprochen, dass wir zwei Leute haben, die die Strecke kennen, beziehungsweise drei Leute, aber zwei davon wissen die genaue Strecke. Sprich, 2,5 Leute haben wir, die die Strecke wissen. Sprich, einer fährt in der Mitte der Gruppe und einer fährt am Anfang. Sprich, ich fahre voraus, wie immer. Und durch den zweiten Posten in der Gruppe der Mitte, in der Gruppe der Mitte, Leute, ihr wisst, wenn die Sonne so hart reinballert, dass man keine Ahnung mehr hat. Ah, was soll ich groß sagen? Auf jeden Fall, Nils ist diese Person, die halt in der Mitte bleiben sollte, fährt eiskalt voraus. Und ja, ihr wisst, wie Manus Reaktion gerade war. Manu fährt vor. Ey, du musst mittig bleiben, bitte. Sonst geht der Plan nicht auf. Oh Mann. Was abgewürgt. noch sind alle am Start, gell? Ja? Noch sind alle am Start. Ah, das Wetter ist einfach herrlich. Jo, die Ampelschaltung läuft mal wieder. Also unser Plan sieht wie folgt aus. Wir fahren von dem Limbecher aus. Vom größten Motorradhändler europaweit, glaube ich, Motorradhaus zumindest, und ja, zum Glemseck, und da nehmen wir noch eine Strecke mit, das sogenannte Siebenmühlental. Und ja, die Strecke hat mir persönlich sehr gut gefallen, auch wenn sie ein bisschen kürzer ist und eine richtig dumme Geschwindigkeitsbeschränkung für Motorradfahrer hat, aber ja, wie man bekanntlicherweise weiß, diese Geschwindigkeitsbeschränkungen, na, also naja, man darf meinen, was man will. Ich finde sie natürlich an einigen Stellen angebracht, aber sobald Motorradfahrer langsamer fahren müssen als Autos, finde ich das echt Schmarrn. Alles darf natürlich jeder Motorradfahrer anders bewerten. Manche mögen es ja zu cruisen und so, und da stört es sie einfach nicht, wenn 50 außerorts gilt. Mich persönlich stört es, weil ich fahre eine Maschine, die fährt
50 km/h im fünften Gang, sprich, ich kann nicht mal im höchsten Gang außerorts fahren. Wozu brauche ich dann überhaupt 6 Gänge? Die beste Argumentation, die ich je dazu gebracht habe. Naja, jetzt geht's erstmal Richtung echter Dingen. Der hält eine Armlänge Abstand von mir. Der hält eine Armlänge Abstand von mir. Sicher ist sicher. Boah, es ist derbe heiß. Es sind zwar nur 18 Grad, aber ich brutzel gerade richtig in der Lederkombi. Boah, wir müssen echt dringend ein bisschen Fahrtwind abbekommen. Ah ja. Ich hoffe, meine Klebehalterung hinten am Heck hält überhaupt, sonst kriegt jemand die Kamera ab. Ist ja suboptimal für die Person. Leute, ihr glaubt nicht, ich habe gerade eine Ampel gehalten, weil es aussah, als wäre sie rot. Also aus meinem Sichtwinkel fiel die Sonne genau so aufs Glas, dass sie reflektiert hat. Naja, die Ampel meine ich. Und dann sah es aus, als würde sie rot leuchten. Und dann standen wir jetzt gerade gefühlt 10 Sekunden davor und haben diskutiert, ob sie rot ist oder nicht. Scheinbar war sie nicht rot. Ich, Depp, habe angehalten. Glückwunsch. Naja. Man lernt bekanntlich aus seinen Fehlern. Die Ampel ist jetzt aber rot. Die ist jetzt aber rot, oder? Ja. Nico, fahren wir links. Ey, ich glaub's nicht. Ich bin so verpeilt heute. Jetzt fängt die Strecke in der Nähe des Siebenmühlentals an. Also wenn jemand sagt, lass uns beim Siebenmühlental fahren gehen, dann meint er diese Strecke hier und die Strecken in der Umgebung. Natürlich ist ein Mercedes direkt vor uns, der uns ein bisschen ausbremst, aber das ist halb so wild, da wir eh in der Gruppe fahren, sind wir jetzt nicht drauf aus, durch die Kurven zu knallen. Wäre natürlich schön, wenn wir keinen vor uns hätten, aber den Luxus können wir uns leider nicht leisten im öffentlichen Verkehrsraum. Dazu muss man sich schon eine Strecke mieten, ne? Wenn es überhaupt geht. Die Kurve hier ist echt schön. Nun, Fahrradfahrer, der uns entgegenkommt. Die haben aber auch Kraft, hier den Berg hoch zu strampeln. Auf der GoPro sieht man es ja nicht so perfekt. Ist immer schwierig, auf Kamera Schräglagen und Steigungen und so rüberzubringen. Ist nun mal so. Das erlebt man halt live deutlich besser. Ey, aber ihr könnt es nicht glauben, wie viel Lust ich mal wieder habe, richtig fahren zu gehen. Also im Sommer jetzt, wenn die Temperaturen dementsprechend hoch sind und man sich echt schön in die Kurven fallen lassen kann. Ist ja natürlich herrlich. Hier ist eine relativ gefährliche Kreuzung. Die Leute rasen hier halt ziemlich schnell ran, weil sie kurz zuvor halt noch 100 fahren durften. Ne? Und halt nicht erwarten, dass sie halt so derbe abgebremst werden. Also ich weiß ja nicht, wie es mit euch aussieht, aber ich fahre ja solche Serpentinenkurven, ne? Mehr oder weniger. Ist jetzt keine richtige. Aber die feiere ich ziemlich hart. Wir müssen jetzt aufpassen, weil die Reifen sind nicht warm gefahren. Aber fährt sich echt schön. Ich fahre ja momentan den Dunlop MK3. Man merkt ihm an, dass er sportlich gefahren werden will, um es nett zu formulieren. Also, je härter man ihn rannimmt, desto besser funktioniert er auf der Straße. Und es ist halt suboptimal, wenn man
solche Strecken fährt, wo man halt nicht zügiger angasen kann. In der Löwensteiner Umgebung, jeder, der die Löwensteiner Platte kennt, wird es wissen, da gibt es viele Strecken, da darf man 100 fahren und da ist es echt herrlich, so einen Reifen wie den Dunlop einfach mal wirklich ans Limit zu pushen. Und das innerhalb der STVO, weil man einfach so viele Wechselkurven hat bei Geschwindigkeiten unterhalb von 100 km/h, dass man echt stark angasen kann, hart auf die Bremse gehen kann und so und dann richtig schön merkt, wo die Vorteile liegen von so einem Sportreifen. Ne? Ah. Okay, Leute, so viel dazu, dass wir vollzählig ankommen. Also, wie viel sind angekommen? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Leute sind angekommen. Okay, wir haben ein paar verloren. Wenn man die Zahl richtig hat, Glückwunsch, ey.